Ja, ich bin Professorin für Sprachsoziologie und Diskursforschung. Ich bin Distinguished Professor in England an der Lancaster University und habe dort einen Lehrstuhl für Discourse Studies, also für Diskursforschung. Bin aber auch affiliiert an die Universität Wien. Momentan beschäftigt sich meine aktuelle Forschung mit drei Bereichen. Einerseits leite ich ein FEF-Projekt zur diskursiven Konstruktion nationaler Identität, -2015. Das zweite Projekt beschäftigt sich sehr stark im Zusammenhang damit, mit den Gedenkfeiern zur Befreiung von Auschwitz. Und ein drittes Projekt beschäftigt sich jetzt ganz was anderes mit der Kommunikation in Sitzungen, in Meetings, in Organisationen, und zwar in internationalen Organisationen. Ich bin 1996 die erste Wittgenstein-Preisträgerin gewesen, und zwar sowohl die erste Frau, die erste Sozialwissenschaftlerin und die erste Preisträgerin überhaupt. Ich habe, so denke ich rückblickend, in der Forschung sehr vieles weitergebracht und durch den Wittgenstein-Preis wesentlich mehr erreicht und wesentlich mehr Outreach gehabt, als ich es sonst gehabt hätte. Also es war eine große Chance und ich habe sie auch genützt. Also das kann ich rückblickend sicherlich sagen. Insgesamt eine tolle Zeit, auch anstrengend, nicht immer glücklich, und in zwei Phasen, eine in Österreich und eine in England.